Dank für diesen herzlichen Empfang. Ich werde hier nicht noch einmal meinen Artikel, den ich für die Junge Welt geschrieben habe, vortragen, wie es einige Zeitungen geschrieben haben, sondern ich werde einige Fragen beantworten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn möglichst viele den Artikel vollständig lesen und sich nicht auf Diskussionen oder auf Grundsätze sondern auf Stimmen. Ich komme zu 6 Fragen. Erste Frage. Wer bin ich? Mein Name ist Gesine Lötsch. Ich bin demokratische Sozialistin. Und ich wurde seit 1990 immer direkt, insgesamt 8-mal, in das Berliner Abgeordnetenhaus und in den Deutschen Bundestag gewählt. Bei der Bundestagswahl 2009 wurde fast die Hälfte aller abgegebenen Stimmen in meinem Wahlkreis. Ich habe von meinen Wählerinnen und Wählern den Auftrag bekommen, ihre Interessen in den Parlamenten zu vertreten. Und im Mai 2010 bin ich mit 92,8% zur Vorsitzenden der Partei Die Linke gewählt worden. Und wenn jetzt, einige Politiker der Meinung sind, dass ich keine Demokratin wäre und ich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stünde, dann ist das eine Unverschämtheit. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung
zur Auseinandersetzung mit unserer eigenen Geschichte publiziert hat, zusammenstellen lassen. Das sind 5 laufende Meter. Wir haben schon 1990 auf unserem Gründungsparteitag mit dem Stalinismus gebrochen und uns bei den Opfern entschuldigt. 20 Jahre lang haben wir nicht nur Artikel und Bücher geschrieben, sondern intensiv diskutiert und mit unserer Geschichte gerungen. Viele Genossinnen und Genossen haben deshalb auch die Partei verlassen. Wer also immer noch behauptet, wir als Linke hätten unsere Geschichte nicht aufgearbeitet, der ist entweder ignorant oder böswillig. Und beim Schreiben des Artikels für die Junge Welt habe ich natürlich an die Opfer des Stalinismus gedacht, und zwar an alle. Aber gerade deshalb wäre es falsch, den Mantel des Schweigens über die Idee des Kommunismus auszubreiten. Ein Weg über die Landesgrenzen hinaus. Hätte etwa Nelson Mandela Herrn Seehofer fragen sollen, ob er im ANC zusammen mit Kommunistinnen und Kommunisten die Apartheid stürzen darf? Wenn es nach der CSU gegangen wäre, würde es die Apartheid noch heute geben und bayerische Konzerne würden immer mehr unmenschliche Extraprofite auf Kosten der Mehrheit der Südafrikanerinnen und Afrikaner erzielen. Menschen an Stalin und an die Mauer denken. Da hat er recht. Aber deshalb müssen wir Aufklärungsarbeit leisten. Gregor Gysi hat aber nicht recht, wenn er meint, dass man den Begriff des Kommunismus nicht mehr verwenden darf. Heute habe ich aber in ein Wespennest gestochen.
In einer Mitteilung der Linksjugend des Hamburger Landesverbandes, wo ich heute auf dem Parteitag gesprochen habe, zu meinem Artikel steht, ich zitiere, in der kapitalistischen Gesellschaft hungert heute jeder siebte Mensch auf der Erde. Laut den G8-Staaten besitzen über 1,3 Milliarden Menschen keine angemessene Gesundheitsversorgung, etwa dieselbe Zahl von Menschen lebt in absoluter Armut. Doch auch in den Zentren des Kapitalismus, hier bei uns, erleben viele Menschen, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet und wir in einer Klassengesellschaft leben. Und ist es nicht Ausdruck einer Klassengesellschaft, wenn Herr Zumwinkel, der Jahrzehnte Millionen an Steuern hinterzogen hat, mit Bewährung davonkommt und gleichzeitig Obdachlose, die ohne Fahrkarte erwischt wurden und ihre Strafe nicht zahlen können, im Gefängnis sitzen? Für diese Ideen erlangen können. Der Bundesregierung
ist der freie Markt, oder nennen wir es doch einfach Kapitalismus, aus den Händen geglitten. Sie ist nicht mehr Herr der Lage und lässt sich von Lobbyisten auf der Nase herumtanzen. Deshalb ist es so absurd, dass sie bei jeder Gelegenheit unter der Bevölkerung Kompetenzillusionen verbreitet. Wir müssen aufpassen, dass wir als Linke von den Menschen nicht mit den Herrschenden in einen Topf geworfen werden, weil wir bewusst oder unbewusst den Eindruck vermitteln, dass wir wüssten, wie diese Gesellschaft krisenfrei gesteuert werden könnte. Aber unsere praktischen Vorschläge zur Bewältigung der Finanzkrise sind besser als alle Vorschläge von sogenannten Experten, von der Bundesregierung ganz zu schweigen. Doch wir dürfen nicht die Illusion vermitteln, als ob wir Lösungen für die gravierenden Menschheitsprobleme im Rahmen dieser Gesellschaft hätten. Und deshalb sind wir der Meinung, dass der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte ist und dass dem demokratischen Sozialismus die Zukunft gehört. Vielen Dank.